Und damit willkommen zurück zur nächsten Kampfbaum-Challenge, Folge Nummer 2. Ich habe mal das Team gewechselt, das zeige ich euch jetzt hier mal. Vorher hatten wir ja Tektas, Kapu Fala und Kapu Ricky. Diesmal nehme ich ein anderes Team mit. Das werdet ihr ja gleich sehen. Ja. So, das ist dieses hier. Und zwar nehme ich mit das Bumblebee mit Fokusgurt und dem Falterreigen. Dann Alola Slimog mit dem Abschlag. Und Gyarados mit dem Delegator und den Überresten. Aber ohne Verhöhner. Den Verhöhner braucht man hier nicht wirklich. So, kommen wir zum... So, dann viel Spaß beim Zuschauen. Machomai ist... Was kann der haben? Also Bumblebee ist sehr schnell, hat einen guten Spezialangriff, da reicht ein einfacher Zauberschein. Kriegt noch Step drauf. Ja, fertig. Pyroleo könnte ein Problem sein. Ja, da können wir aber ganz geschmeidig auf Emma gehen. Flammenwurf noch gar nichts. Ja. Der Angriff sinkt. Okay. Reicht trotzdem. Gyarados ist ein Biest, ne? Mit Delegator und dahinter Drachentanz ist einfach ein Traum. So, brauche ich Gyarados noch für irgendwie? Irgendwas? Nee. Kaskade. Oh, wenn jetzt... Oh, er hat die Beere, okay. Und... Belasche mal nix. So leicht ging's mit dem ersten. Jo, schon sind wir beim zweiten Kampf. Ja. Letztes Mal bin ich an Heiko gescheitert. Mit Magnezone, Walschall-Knack-Knack und irgendwem anders. Ha. Ja. Oh doch. Ist auch kein Problem. Es könnte vielleicht den Gena haben. Momentchen. Ich gehe rüber zu Alola Slimog. Er hat eine richtig gute Defensive. Dazu noch die Beere, die ihm 50% KP zurückgibt. Donnerwelle ist egal, wir sind eh langsam. Gifty. Ah, ist noch nicht. Das macht gar nichts. Krieg ich vielleicht eine Vergiftung? Nein. Oh doch, kann eh nichts machen. Oh, die Überreste. Aber... Aha, aha, aha. Verstehe.
Seit die Fähigkeit Tollpatsch und da kannst du keine Items benutzen. Das ist irgendwie nur gut für Giftschleim und den Trickbetrug. Aber sonst fällt mir dann nichts zu ein. Und wir kommen immer durch. Cool. Obwohl Z hat eine hohe... Der könnte den Wahlschall haben, glaube ich. Der könnte auch eine Z-Attacke haben. Alter. Kriegen wir einmal die Genesung. Und wir kriegen nie eine Para. Alter. Schlauglas. Und Slimeok hat nur die Schwäche Boden. Aber dagegen haben wir ja... wie heißt der? Garados. Verhöhner. Das heißt, Toxin ist nicht mehr möglich. Jetzt kriegen wir mal die Para. Das macht auch nichts. Alter. Anti-Unlichtbeere. Na. Das Slimeok regelt. Ja, wenn ein Knackra kommt, dann kann ich ja zu Garados raus. Und dann muss ich aufpassen auf Steinkante. Ja. Und der Part wird so, denke ich mal, so 25 Minuten dauern. Außer wir werden vorher natürlich besiegt. Her mit deinem Pokémon, na los, wird's bald. Punkern Holly. Okay, Kravell. Kampfeis. Hat das den Fokusgurt? Ich glaube nicht. Kravell hatte eine hohe... Ne, Zauberschein. Hat er eine hohe Verteidigung gehabt? Oh. Aber das überleben wir. Weil wenn der Fokusgurt... Ist wichtig. Und er hat auch keine Prioritätsattacke, ne? Okay. Er könnte Eis splittern. Oder gefriert trocknen. Aus dem Grund gehe ich mal zu... Häusen raus. Vielleicht kommt der Eissplitter, ich weiß nicht, ob er das erlernen kann. Nee, Spukball. Boah. Erstmal Abschlag. Oh, das hat er gut gemacht. So hätte ich auch meinen Fokus gut vorher verloren. Eisbrocken. Ach. Also wissen wir 8 Runden.
Ne, ich will Feuersturm jetzt nicht verpassen. Das macht nichts. Slimeburg ist physisch defensiv. Nicht speziell defensiv. Plus eine Beere. Ja, bitte sehr. Es aktiviert sich unsere Beere. Wir sind wieder fast voll geheilt. Ein Traum. Alola Slimeburg. Traum. Und da haben wir auch eine Chance gegen Mangelzone, weil wir den Feuersturm drin haben. Oh, Nachtara müssen wir vergiften. Sei denn, es kommt Konfusstrahl. Ja. Aber Konfusstrahl wurde zum Glück genervt. Haben wir nur noch, glaube ich, 30% Chancen zu hauen. Und die kriegen wir. Ah, nicht gut. Jetzt müssen wir das Ding echt vergiften. Oh, oh. Nee, ich will es vergiften und dann abschlagen. Puh, macht zum Glück gar nichts. So, jetzt hat das Ding jetzt 7 Runden, glaube ich. 7 Runden Zeit, uns zu besiegen. Ja, haha. Dieses Spielchen gewinnen wir. Runde 1. Noch 6 Runden. Abschlag. Es bringt nichts. Ich habe da noch Delegator und Überreste. Das wird nichts. Ja, tschüss. Okay. Ein Wunschtraum, aber das ist ja Wurst. Oder Schutzschilden. Jetzt bin ich schneller. Ah, nicht gut. Ey, das macht immer... Ne, und? Sehr schön. Und noch eine Runde. Ja, nächste Runde weg. Also dieses Ding nach da muss man wirklich vergiften. Und sonst ist es für den Arsch. Sonst kann das Ding euch echt kaputt machen. Gewonnen, ja. Ja, solche kleinen Pokémon, Nachtara, die können dann echt das Game kosten. Falls ich diesen Kampf gewinne, gestehe ich meinem Schwarm meine Liebe. Wenn du es nicht tust, wirst du es nicht tun. Gut, Konstanze. Ah, Okvalyp, das ist nicht gut. Will ich hier meinen Fokus gut verlieren? Da gehen wir wieder raus auf Slimeok. Mein Psycho funktioniert nicht. Hydro-Pumpe, okay.
so eher defensiv. Bin ich schneller? Ja. Boah, ey. War wohl ein offensives Dingen. Oh, wieder Aquana, das gibt's doch gar nicht. Ja, so ein Tank. Den wir vergiften müssen. Wenn er wieder, wenn er Wunschstrom hat und Schutzschild, ey, dann ist die Vergiftung das Ding Nummer 1. Und Abschlag, super. Alter, mein Gott. Tja, es aktiviert sich wieder die Beere. Wir fast voll oder auch nicht. Ah, nee. Ja. Das Ding kann auch Toxin haben. Kann es? Ja, es kann auch Toxin haben. Ah, es wird wieder knapp. Und zu guter Letzt nochmal den Gift-Tip rausprügeln. Kann er jetzt machen? Der kann auch nichts machen. Abschlag, Gift-Hieb und Ende. Das war ein Stab-Gigasauger, der nichts macht. Poison ist speziell richtig gut. Wir spazieren hier durch. Wir sind auch für Magnezone gut gerüstet. Eben... Ja... Der vielleicht. Für Knackrack bin ich mir nicht ganz so sicher. Aber wir lassen uns überraschen. Kampf Nummer 5, ja. Hey, lass uns anfangen. Für dich gibt's keinen Kommen. Mini, komm. Auf den Tor wird wieder ein Hagel rausprügeln. Ja, Hagelsturm. Das wär's dann mit dem Fokus gut gewesen. Was? Oh ne, Gefühlswippe. Fluchtwerk steigt stark. Ne, oder? Das darf nicht wahr sein. Jetzt muss ich echt das... Oh ne, Gefühlswippe. Ja. Verteidigung steigt stark. Spezialangriff sinkt. Das ist schon mal besser. Nee, das ist ein Problem. Wie treffen wir? Alter, das gibt's doch gar nicht. Boah,
Jetzt muss ich den ja vergiften. Toxin trifft. Jetzt Verteidigung stark ist auf plus 6. Initiative sinkt. Die Werte sind Verteidigung plus 6, Fluchtwert plus 2. Brauch ja gar nicht anfangen. Na komm, Feuersturm. Ne, daneben, ist klar. Leute, ey. Gefühlswippe, ey. Bei... Oh. Und, wie viel macht jetzt? Nichts, gar nichts. Ohne Toxin wäre hier Land unter. Geht doch. Vier nun Tor, ey. Ich bin auf jeden Fall schneller. Der kann Steinhagel und allen Mist machen. Erdbeben kann er auch, aber... Steinkampf, im Ernst? Ja. Müsste eigentlich aufhören mit... Wie lange geht denn das noch? Ist eh sowieso egal. Garados klärt. Emma klärt. Eine Runde noch zum Glück. Oh nee, nicht Wallreiser. Wenn die Friertrockner. Kann der nicht von Donnerblitz? Das kann er nur machen. Ich probier's mal mit einem Delegator. Guck, was er macht. Oh, den Horter. Fuck, das ist nicht gut. Dann muss ich mir... Dann muss ich auf Drachentanz gehen. Gehen wir auch auf plus 2. Er erhöht zum Glück nicht seinen Angriff oder sowas. Was ist das? Volltreffer. Ach, verdammt. Okay. Also, er ist auf plus 2. Ich bin auch auf plus 2. Ich bin, ja. Oh, hat so geschafft.
Oh nee, nicht Erholung, ey, sowas. Oh nee, komm, mach doch nicht sowas. Mein Gott, was zum Teufel, ey. Viel zu viel. Oh, hier sind... Das ist kein Fall. Oh, zurückgeschreckt. Ich habe nichts für Wasser. Außer halt, Alolas Lime noch mit dem Toxin, war. Okay, cool. Jetzt kann ich wieder Drachentanz, bla bla bla. Zum Glück wegen den Überresten, verdammt nochmal. Zwei Runden, dann kann ich ihn weghauen und dann, ja. So jetzt toll, dass ich aber... Hat er die Schlafrede? Nein, hat er nicht. Ich bin jetzt auf plus 4. Okay, einmal auf Drachentanz, ja. Und dann auf Delegator. Mein Gott, zieht sich das hin, ey. Okay, Gyarados, Emma, du musst jetzt mehr als die Hälfte machen. Alter, nur ein Drittel. Hä? Was ist das für eine KI? Das war aber ein Volltreffer. Nein. Das dürfte der Sieg gewesen sein. Boah, ey, dieses verdammte Wal. Also keine Elektroattacke, keine Eis, kein Stein. Oh, was soll's. Okay, 30 Minuten haben wir rum. Ich bedanke mich fürs Zusehen und nächstes Mal geht es mit dem gleichen Team weiter. Denn ich will diesen 10. Trainer besiegen. Danke fürs Zusehen. Abonniert den Kanal, wenn ihr mehr sehen wollt. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ciao.